Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Frenzel. Ich bin Verleger des Trittoria Verlags und bin sehr glücklich, Herrn Dirk Würz vorzustellen, einer der renommiertesten Weinkenner, die wir in Deutschland haben und Autor des Feinweinmagazins und Winzer aus Rheinhessen. Wir sind sehr stolz, dass die Idee, die aus unserer Redaktion entstand, eine Aktion, die heißt Wein einander helfen, so auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und wir stolz sind, dass wir unseren Partner Real überreden konnten, gemeinsam diese Aktion loszutreten. Hier mit dem Handzettel, den Sie jetzt dort finden, mit 24 Millionen Werbeanstößen. Die Aktion ist eine Idee basierend darauf, dass natürlich in der Corona-Krise viele Winzer einen Absatzkanal natürlich nicht mehr haben, nämlich die Gastronomie. Und das ist natürlich so voll große Schaden kommen könnte, haben wir die Idee entwickelt, diese unterstützen und direkt die Weine ihnen anzubieten. Jetzt haben wir hier ein Winterling Weißburgunder, möchte aber sozusagen, Sie sollten auch unbedingt mal seinen Sekt probieren, es gehört zu den besten, die ich in Deutschland kenne. Was sagst du dazu? Ja, also meine Heimat, die Pfalz, also da, wo ich geboren bin. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass Winterling, und das hast du völlig ohne Übertreibung gesagt, zu den besten Sektproduzenten des Landes gehört. Das kriegt kaum einer mit, witzigerweise. Du weißt das natürlich, wie du immer alles weißt. Ich bin auch über den Sekt auf dich aufmerksam geworden vor vielen, vielen Jahren. Hab hin und wieder auch schon mal normalen Wein von denen getrunken, also einen Stillwein. Ich bin sehr gespannt jetzt. Ja, es ist ein Weißburgunder. Ich schätze Weißburgunder deshalb, nicht nur, weil sie so fassen, weil ich schaue immer gern drauf, weil normalerweise Alkohol nicht so hoch ist. Aber wir haben hier jemanden mit 13%. Pfalz, ne? Schon immer ein bisschen kräftiger. Das Ganze ist auch ein sehr kräftiger Wein, aber ein sehr feiner, ein ganz wunderbar präziser, feinfruchtiger Wein. Sehr schön aromatisch, ja. Hat auch einen gewissen Schmelz, merkst du? Ja. Ne? Es wird so fast schon ein bisschen tropisch und der ganze Mund, der ganze Rachenraum ist ausgekleidet. Sehr angenehm. Du meinst, wenn du Tropen meinst, natürlich diese Mango. Genau. So dieses gelbfruchtige, tropische, ja. Mango, Papaya ein bisschen. In der Säure extrem angenehm. Kein Trinkwiderstand. Das ist ja wichtig. Ne? Ich muss immer wieder draufschauen, weil ich es gar nicht glauben kann. Der Wein kostet 6,90 Euro. Das ist ein Witz. Ja, das ist kein Witz. Das ist ein ernstzunehmender Preis. Ja. Ich finde das vom Preis-Leistung eigentlich unschlagbar. Ja. Und wie gesagt, alles können Sie gerne auch im Feinweinmagazin, dass Sie downloaden können, nachlesen. Da wird jeder Winzer individuell beschrieben. Ich kann nur sagen, viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Genießen und viel Spaß auf dem Wein.